Die letzten Tage der Oberbürgermeisterin Kerstin Arndt. Hier im Rathaus zog sie die Fäden in der Stadt. In den vergangenen 7 Jahren wurde viel erreicht und verschiedene Projekte auf den Weg gebracht. Für Rochlitz hat sich viel entwickelt. Wir haben Projekte, die angefangen wurden, zu Ende gebracht, aber eben viele neue auch begonnen. Wenn ich vielleicht mit dem Straßenbau beginne, die Bahnhofstraße ist komplett erneuert. Das Bürgerhaus ist zu einem Top-Veranstaltungsort geworden. Wir haben mit dem Konjunkturpaket viele Maßnahmen umgesetzt, in den Schulen, in den Kindereinrichtungen vor allen Dingen. Ja, weiter aufzuzählen ist natürlich die Welt des Roten Porphyr, also auf dem Rochlitzer Berg haben wir weitere Attraktionen sozusagen etabliert, die eben von den Rochlitzern, aber auch von den Gästen in Rochlitz gern angenommen werden und eigentlich auch bewundert werden. Da freue ich mich sehr darüber. Der Fürstentag ist ein kultureller Höhepunkt in der Stadt geworden. Wir haben den 2-mal gefeiert. Ich denke, auch das ist eine Bilanz, die man auf der positiven Liste unbedingt mit aufzeigen muss. Und letztendlich natürlich auch die Schadensbeseitigung nach dem Hochwasserschäden 2013, die also an vielen Orten eine merkliche Verbesserung auch darstellt. Radwege, Stadion, also viele Plätze sind in Ordnung gebracht. Die Beleuchtung ist in dem Fall überall mit neu errichtet worden, umgestellt worden auf LED. Wir sparen also damit Geld. Und ich denke, eins der wichtigsten Ziele, was ich erreicht habe, ist, dass unser Haushalt hier, unser Kernhaushalt, schuldenfrei ist. Es gab aber auch schwierige Zeiten. Unvorhergesehene Ereignisse wie zum Beispiel das Hochwasser 2013, das auch die Stadt an der Mulde bewältigen musste. Ich glaube, die Tiefe war natürlich schon das Erschrecken beim Hochwasser, also diese wirkliche Katastrophe für die Stadt, für die Menschen, die hier wohnen, die hier auch eben sehr ufernah wohnen. Und die Hoffnung, die eigentlich mit dem Hochwasserschutz alle getragen hat und die dann eben letztendlich trotzdem mit dem erhöhten Wasserstand auch zerschlagen wurde oder überspült wurde. Also das war, glaube ich, so ein Tiefpunkt, wo man einfach gedacht hat, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Aber daraus herausgewachsen ist natürlich auch eine gewisse Stärke in meiner Person, weil ich auch diese Krise auch managen musste und uns das auch im Zusammenhang mit der Feuerwehr, mit den Hilfskräften, aber eben auch mit den Mitarbeitern im Haus, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Vieles hat Kerstin Arndt zum Wohle der Stadt erreicht und für die nächsten Jahre ein solides Fundament geschaffen. Auch in Zukunft bleibt sie der Stadt Rochlitz erhalten. Also ich bin nach wie vor politisch aktiv im Kreistag, ich bin ja Kreistagsmitglied, werde das auch bleiben. Ich bin noch im Kreisvorstand der FDP engagiert und auch dort wird sicherlich das ein oder andere an politischen Themen noch zu besprechen sein, also sodass ich aus dem politischen Leben nicht verschwinden werde.